Zirkus Flickflack ist wieder in Kassel. Er präsentiert das 6. Festival der Artisten. Am 19.12. war Premiere. Villa Nicolodi begrüßte das Publikum. Der Kasseler Oberbürgermeister Bertram Hilgen sagte, er freue sich, dass der beste Zirkus Deutschlands auf dem schönsten Platz Deutschlands gastiert. Er betonte die Verbundenheit der Region mit Flickflack und wünschte den Artisten viel Glück. Wie eine Pflanze vorne zu wachsen braucht, brauchen Artisten und Künstler Applaus zum Glücklichsein, und wir möchten glückliche Künstler sehen. Einen schönen Abend, viel Freude. Let the show begin! Mit spärlicher Wortakustik und vielsagender Mimik verzaubert der Pantomime Husch mal husch die Zuschauer. Wow, für freudig überraschtes Staunen, kaputt für tiefes Bedauern. Dazwischen Gebrabbel und lautmalerischer Singsang. Das russische Akrobatentrio Jamoschko wagte am federnden Barren einen dreifachen Salto Mortale. Eine artistische Glanznummer. Ritschmiteku ist eine wahre Könnerin ihres Fachs. Die Schlangenfrau aus Äthiopien ist ununterbrochen in Bewegung. Sie verbiegt ihren Körper in die unglaublichsten Posen und wirkt dabei sehr anmutig. Das Duo Racers mit ihrer Einradshow. Mit vollem Körpereinsatz hält sich der Akrobat in Balance. Valerie Nessier zeigte ihre Kunst in der Luft und am Boden. In schwindelnder Höhe brillierte die Kanadierin mit ihrer ästhetischen Tuchakrobatik. Weltweit ist die hochtalentierte Akrobatikgymnastin eine der wenigen Künstlerinnen, die den Tanz mit, in und auf dem Reifen mit vollendeter Eleganz beherrscht. Zwischen den einzelnen Darbietungen überraschte Husch mal husch die Zuschauer mit seinen spontanen Späßen. Claudio Specht ist einer der weltbesten Speed-Jongleure. Er wirbelt seine Keulen in einem Tempo durch die Luft wie kein anderer. Während er gleichzeitig mit 10 Bechern jongliert, dreht er Pirouetten, eine einzigartige Leistung. Der begnadete Bauchredner Villa Nicolodi begeisterte die Zuschauer mit seiner pfiffigen Supermaus Rossellito. Nein, 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 nein! Nein? Nein! Das ist Rossellito! Rossellito! Mit der G! G! Für weitere lustige Momente sorgte er, als er Zuschauern aus dem Bauch heraus witzige Töne in den Mund legte. Der Brasilianer Super Silva in 14 Meter Höhe in der Kuppel des Zeltes. Ohne Netz und Sicherungsseil sprang er von Trapez zu Trapez oder hangelte sich kopfüber von Schlaufe zu Schlaufe. Eine atemberaubende Leistung. Für einen weiteren Höhepunkt sorgen die 5 Trapezkünstler Flying Cortez. Sie halten das Publikum in Atem mit ungewöhnlichen Choreografien. Die Kuschkows zeigen ihre Kunststücke auf dicken, blank polierten Motorrädern. Und dann die Hand-auf-Hand-Akrobatik des Künstlerduos Dima und Dima. Die beiden Russen stellen ihre Leistung mit viel Kraft und Hingabe ins rechte Licht. Die Krönung des Abends. Niemand sollte sich die sensationelle Leistung der Valenda-Family entgehen lassen. Ohne Netz und Sicherungsseil präsentieren sie ihre Pyramide zu siebt auf dem Hochseil. Eine ihrer äußerst spektakulären Aktionen, die Zuschauer den Atem anhalten lassen. Die Gewinner des 6. Festivals der Artisten werden reich belohnt. Das Publikum entscheidet, wer Sieger wird. Dann werden bei der Ehrung nach der letzten Show am 11. Januar 2015 wertvolle Preise vergeben. Ciao.